Alle Rohmaterialien, die in der Fabrik ankommen, werden zuerst akklimatisiert und dann im Labor getestet. Nachdem die Qualität kontrolliert und für einwandfrei befunden wurde, werden die roten Aufschriften entfernt und die Rohmaterialien für weitere Produktion freigegeben. Der erste Halt ist in unserem Labor. Hier werden alle Rohmaterialien vor der Produktion gewissenhaft kontrolliert. Dies betrifft zum Beispiel Harze, Zusatzmittel für die Imprägnierung, das Laminatpapier, wie auch den Klebstoff, das Härtemittel und die HDF-Platten für den Klebeprozess. Ebenso genau werden die fertigen, direkt beschichteten Laminatplatten kontrolliert, welche für die Produktion von Alachrom verwendet werden. Zusätzlich führt das Labor Kontrollen der Fußbodenprodukte durch, welche wir selber fertigen, und prüft auch Produkte unserer Mitbewerber. Nach der Kontrolle der Rohmaterialien beginnen wir die eigentliche Produktion mit der Imprägnierung der Papierlagen, welches das Hochdrucklaminat HPL ausmacht. Alloc AS ist einer der wenigen Hersteller, welche eigene Imprägnierungslinien besitzt. Somit haben wir eine gute Kontrolle über diesen Teil des Prozesses. Die Dekorschicht für die Oberfläche der Fußbodendiele besteht aus sehr strapazierfähigem Overlay und Dekorpapier, welche beide mit Melaminharz getränkt sind. Außerdem liegen darunter mehrere Schichten aus besonders starkem Kraftpapier, die mit einem stabilisierenden Harz imprägniert werden. Der Gegenzug auf der Unterseite der Fußbodendiele besteht aus demselben Hochqualitäts-HPL wie die Dekorschicht. Zusätzlich zur Kontrolle der Rohmaterialien und einer ständigen Überwachung des Imprägnierungsvorganges verpressen wir auch Musterstücke des imprägnierten Papiers auf unsere Laborpresse, um so die Qualität zu verifizieren. Papier, welches die für Alloc nötigen Spezifikationen nicht erreicht, wird mit einer roten Etikette markiert und nicht in die Produktion gegeben. Wir haben mehrere Hochdruckpressen, in welche imprägniertes Overlay, Dekor und Kraftpapier zu Hochdrucklaminat verpresst werden. In diesen Pressen werden die imprägnierten Papiere sowohl Wärme als auch Druck ausgesetzt. Bei Alloc AS sind auch die Glanzmessungen der Oberfläche ein wichtiger Teil der Kontrolle. Nach der Verpressung zu Schichtstoffplatten werden diese in der betreffenden Produktionslinie ins richtige Format geschnitten. Die paarweis verpresste Dekorschicht und der Gegenzug werden dann getrennt, bevor die Unterseite geschliffen wird. Danach werden sie auf entsprechend beschriftete Paletten gelegt,
sodass der Chorlaminat und Gegenzug desselben Pressvorganges während der Akklimatisierung und der Verklebung beisammen bleiben. Die Dekorschicht und der Gegenzug müssen nach der Verpressung für mindestens 5 Tage bei ausgewogenen klimatischen Bedingungen ruhen, bevor der Klebevorgang beginnen kann. Im Klebevorgang wird Härte und Klebstoff auf jede Seite des Trägematerials aufgetragen, bevor das Oberflächenlaminat und der Gegenzug auf den Träger kaschiert werden. Die automatische Prozessüberwachung stellt sicher, dass die Platten innerhalb von 17 Minuten in die Stapelpresse eingeführt werden, um ein optimales Kaschierungsergebnis zu erhalten. Die Platten müssen nach dem Verkleben während mindestens 3 Tage ruhen, damit der Klebstoff in allen Schichten aushärten kann, bevor sie in die Profilierungsstraße weitergeleitet werden können. Dieses Ruhen stellt auch sicher, dass die Luftfeuchtigkeit in den Platten auf dem gewünschten Niveau stabilisiert wird. Dies ist eine unserer Alok-Produktionsstraßen. Hier werden die ganzen Platten zu Bodendielen geschnitten. Sie werden umgedreht und von der Rückseite her profiliert. Durch dieses Verfahren können Höhendifferenzen vermieden werden. Nut und Feder werden auf der Stirn- und Längsseite profiliert. Dann wird das Aluminiumprofil auf einer Stirn- und Längsseite fixiert. Dieses Verriegelungssystem ist einzigartig und patentiert. Alok AS ist auch einer der einzigen Hersteller, der die Kanten der Fußbodendielen imprägniert. So wird das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Ebenfalls außergewöhnlich ist, dass Alok AS während des Produktionsprozesses eine Trittschalldämmunterlage an die Unterseite der Dielen aufkaschiert. Alle Dielen werden mit einer Produktionsnummer versehen. Schließlich führen wir auch die visuelle Kontrolle der Oberfläche durch. Fehlerhafte Dielen werden hier aussortiert. Großen Wert legen wir auch auf eine sorgfältige und ökologische Verpackung.